Oh, jetzt haben wir eine Schraube gerade verloren. Wow, habt ihr da irgendwas an der Cowling gemacht? Nein. Okay, dann haben wir gerade eine Schraube verloren. Was für eine Steigrate. Ja, du ziehst Wahnsinns G, merke ich schon gerade hier. Meine Backen gehen schon runter. Hat aber einer drauf gekotzt auf dein Steuerhorn, ne? Boah. Das lacht mich gerade so an. In 2 Minutes schmeißt er die Leute raus. Die war sehr gut. Die war sehr gut. Ist gefährlich, ich weiß nicht, ob ich noch eins ertrage. Cool. Komm mir gerade vor wie in Dänemark. Da darfst du auch am Strand im Ort. Ja. Oh, was kannst du morgen Abend im Cockpit erzählen? Also Jungs, an eurer Stelle würde ich mich erhängen. Können wir hier aussteigen oder wollt ihr? Keine Ahnung, was jetzt. Ich habe jetzt so verstanden, sie fährt uns jetzt zu dem Restaurant, oder? Ja, ja. Willkommen in Mustang Airfield und der Ort heißt jetzt hier wie? Aransas City. Du musst mir ins Gesicht, nicht auf meinen Bauch. Wie heißt der? Nein, ich schon. Aransas City Island. Geh weg. Aransas City. So. Bam. Das kann Pilot Alex nicht. So, das müsst ihr erstmal nachmachen. Wer diese Wand hier nochmal findet mit dem Aufkleber, der kriegt einen Freiflug bei mir. Geil. Der Airfool, ist das geil? In Texas am Golf von Mexiko. Alter, hast du Eier. Ich hab Eier. Ja, Uli, du bist jetzt heute mit uns mitgeflogen, mit dem Fritz und mir. Und wir haben dich ja eigentlich erst gestern kennengelernt. Du warst auf der Maschine, mit der wir hierher gekommen sind, Pilot. Und was war deine Aufgabe? Und was hat dir denn so Spaß gemacht daran, mit uns beiden jetzt mitzufliegen vielleicht? Ja, wir sind zusammen hier hingeflogen. Ich habe euch hier kennengelernt. Meine Aufgabe war, ich war hier als Ausbildungskapitän auf der Strecke unterwegs. Und ich erfuhr dann, dass ihr beide was ganz Tolles vorhabt hier. Und zwar mit einer schönen Cessna einen schönen Flug zu machen. Ja. Und ich hatte die Gelegenheit, ja sagen zu dürfen, auch mit euch mitzufliegen. Und ich bin mehr als nur geflasht, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. VFA mit euch zwei VFA-Profis hier hinzufliegen. Ja. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Apropos Profi, du bist ja wirklich Profi und wir beide sind ja Amateure, die das als Hobby machen. Kannst du mal ein bisschen über deine Geschichte erzählen, wo du herkommst, wie du zur Fliegerei gekommen bist und welche Maschinen du fliegen darfst? Also ich komme von einer ganz anderen Sparte. Ich habe nach der Schule erstmal eine Berufsausbildung gemacht, eine klassische, da ich aus dem Ruhrgebiet komme, etwas mit Bergbau. Ja, und sehr sympathisch. Da man zu der Zeit ohne Internet, ich wusste ja nicht, wie komme ich überhaupt an so einen Beruf dran, habe ich auf einem Urlaubsflug mal beim Cockpit besucht, das war damals noch erlaubt, habe ich mal den Kapitän gefragt, Mensch, wie komme ich an so einen tollen Beruf dran, weil ich hatte Blompen und damals gab es das Gerücht mit Blompen, Pilot werden ist nicht. Ja. Der hatte mich vom Gegenteil überzeugt. Und dann habe ich einfach mal die Bewerbung losgeschickt und mit viel Glück hat es dann auch geklappt. Ich habe viele Typen geflogen, von VK50 bis von Boeing, Airbus, alles in der Palette habe ich geflogen und bin seit auch gut 20 Jahren Ausbildungskapitän. Ausbildungskapitän, das heißt, du hast ja jetzt nicht mehr Flugschüler, also schon fertige Piloten bei dir und was hast du jetzt zum Beispiel gestern gemacht? Gestern war zum Beispiel ein erfahrener Kapitän, der auf diesem neuen Flugzeugtyp seinen Checkflug gemacht hat. Das heißt, die Ausbildung gemacht und er bekommt jetzt sein finales Checkflugprogramm und das hat er gestern bei mir gehabt. Und bestanden? Auf dem Rückflug werde ich es ihm sagen, ob er bestanden hat oder nicht. Also wir müssen auch sagen, ihr habt ja jetzt die Aufnahmen gesehen. Das ist schon sehr anspruchsvoll hier aufgrund der Thermik. Und ich habe hinterher auch mit dir gestern Abend schon gesprochen und habe gesagt, die Landung war nicht einfach, ne? Nein, aufgrund der Thermik
hatte der Kollege eine große Herausforderung. Ja. Das heißt, die Höhe und die Geschwindigkeit war nicht so einfach zu halten und dafür, dass er auch ganz relativ neu auf dem Fluggerät hat, das sauber gemacht. Du bist der Checkflugpilot und hast hinten gesessen und hast uns beiden Amateure gesehen. Wie würdest du denn unseren Flug hierher, also es ist ja nur der Hinflug bisher, aber wie würdest du das denn beurteilen? Ja, ich habe ja mal so eine Phase gehabt, da wäre ich fast eingeschlafen. Also so routiniert und professionell lief das bei euch ab. Ja. Und der Anflug war sehr, sehr professionell. Ihr habt den Anflug sehr schön geplant, auch besprochen, was ihr dann vorhabt. Ja. Und das Besprochene, das, was ihr gebrieft habt, habt ihr auch umgesetzt. Ja. Sprich auch die Temperatur und den Wind hier. Ja. Also ich habe nichts hinzuzufügen. Perfekt. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja. Und man muss auch sagen, wir beide sind ja jetzt nicht so häufig in amerikanischen Lufträumen unterwegs. Wir haben uns manchmal auch gefragt, was hat der Kollege jetzt im ATC gesagt. Dann hast du auch nochmal mitgeholfen und hast gesagt, ich habe das verstanden und dann sind wir auf die richtige Frequenz oder so. Das ist hoffentlich alles auf der Kamera. Und jetzt fahren wir zurück und ihr müsst wirklich wissen, es sind jetzt hier bestimmt schon 40 Grad. Wir sind jetzt auf den 5 Metern schon total durchgeschwitzt. Wir nehmen uns jetzt ein Uber zum Flugplatz zurück und dann geht es auch wieder Richtung Heimat oder beziehungsweise St. Marcos, weil wir wollen gucken, dass wir pünktlich da sind und wir wissen jetzt nicht mit dem Wind und haben halt viel Zeit gelassen auf dem Hinflug. Ob wir die jetzt wirklich zurückgeschenkt bekommen, werden wir gleich sehen. Und wir müssen auch aus der Sonne raus. Ja? Genau, es ist warm geworden. Guten Flug schon mal vorab. Tequila. Tequila. Was für ein schöner Flieger, was für einen Namen geben wir ihm denn? Ja, haben wir doch schon. Wie denn? Princess of the Sky. Ich dachte Princess of Slowless. Slowly Princess oder sowas. Slowly Princess. Erklär mal gerade, was du da machst. Ich frage gleich ein Feuerzeug ran, gucke, ob genug Sprit drin ist. Nein, ich gucke gerade visuell nach, ob der Treibstoffinhalt dem der Tankanzeige entspricht. Sind da Markierungen irgendwie drin? Oder? Nein, ich gucke nur, ob das wirklich so ungefähr die Hälfte der Menge ist vom Tank. Ja. Das kann ich ohne Markierung erkennen. Also ich kann jetzt erkennen, dass der gut mehr als die Hälfte drin ist, was ich hier erkennen kann. Ich kann euch auch sagen, warum wir so wenig verflogen haben. Weil der Klaus zu 40% oder 50% am Steuer war und hat jede Thermik, die möglich war, ausgenutzt. Und wir mussten keine Höhe aufbauen, wir mussten nur nach vorne fliegen. Das ist nochmal fürs Protokoll, ne? Ja. Jo. So, aufgrund hoher Density Altitude und Probleme mit dem Gewicht auf dem Hinflug hat der Fritz jetzt beschlossen, alleine zurückzufliegen. Und der Uli und ich müssen jetzt gucken, wo wir bleiben. Wir, ne? Gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Wir kriegen mal keine Uber, ihr habt es gerade gesehen. Wir haben eine Stunde auf ein Uber gewartet und haben uns dann netterweise von so einem Vercharterer für die Golfkarts haben wir uns fahren lassen. Ja. Er hat auch ein paar Euro von uns gekriegt, ein paar Dollar, aber nein, wir müssen nachtanken. Wir wollen nachtanken, wir haben kalkuliert und sind drauf gekommen, wir schaffen es, aber wir wollen noch eine Sicherheitsmarge oben drauf packen. So ist die Idee. Läuft. Ja, 14, gehe ich von aus. Laufen lassen. Und Schulz. Um den Propeller rum, ja. Macht den nicht kaputt. Das wäre jetzt gut. Kannst du den triggern, dass er läuft? Irgendwie so ein. Hat der nicht so. Wenn er auf den Knopf drückst, macht er das nicht, ne? Welcher Knopf? Da rechts. Ah. Stopp. Stopp, bisschen. Wo war der drin? Steckt der irgendwie so oder? Avionics ist on. Das haben wir alles fertig. Den nehmen wir auf Neutral. Das ist an, an, an. John's down there, fighting for his life. Frequency hast du ja. Und das ist die zweite Frequency. Frequency habe ich. So, wir gehen nach San Marcos direct. Yes. So, die Karre steht. Das ist gut.
So, wir brauchen Corpus Christi auf der 100. Was nehmen wir denn jetzt? Corpus Christi 119,4. 0,9 sind wir, das ist alles klar. Wunderbar, das läuft. Und dann geht's los. Okay. Mustang Beach Airfield, Cessna Skyhawk 66038 is taxiing to runway 12. Die Pedale frei? Ja, Pedale sind frei. Aua. Oh, Entschuldigung, watch your balls. Alles frei, jawohl, das passt. Das geht nur mit dem Knüppel zwischen den Beinen. Ach so, Entschuldigung. Frei. Gut. Aber ganz durchrollen, ne, bis... Genau. Guck mal hier auf den Flügel, geh mal nach rechts, 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 rechts. Nicht, dass wir die hässliche Springermaschine noch zerstören. Ja, das wäre schade. Mit unserem Slow Baby. Wie haben wir jetzt genannt? Slow Princess. Ne, Princess Slow wäre doch besser, hört sich besser an, ne? Princess Slow. Prinzessin langsam. Müssen wir Backtrack machen? Ja, müssen wir. Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Warum? Weil der noch in der Luft ist, oder was? Aber kündigen wir doch jetzt an. Cessna Skyhawk 66038 is making a backtrack on runway 12. Ja, sonst würden wir die Hälfte der Bahn verschenken hier. Das wäre nicht so gut. Ja, das ist uncool. So, der kriegt Full Rich. Das passt. Wir haben alles eingestellt, 2991. Alles klar. Wir machen das Fenster gleich zu und dann können wir sofort raus. Wir nehmen mal Flaps 20 für den Takeoff. So, geht los, Männers. Ja. Seid ihr ready? Ja. Kannst du okay. Linken? Ja, guck mal, da kann ich ja schön ausholen. Ja, ja. Gut, Runway is identified. Emergency Briefing. Cessna 172, wir sind am Strand. Rough Engine, Lauf am Boden. Wir bremsen ab beim Feuer, raus aus der Kiste. Mixture raus. Feierabend, Ende Gelände. Sind wir in der Luft? Nehmen wir die Nase runter. Kleine Bewegung und versuchen dann hier einfach mal mit dem Wind zu landen. Welche Höhe, sorry? Wir haben hier 5 Fuß über Boden, bei 1000 Fuß AGL gehen wir dann zurück. Okay. Ja? Ja. Alright, ready for takeoff? Ready. Uli, wir hören dich nicht. Go, go. Okay, go. Temp, go. Temps, alles hört ihr mich? Ja. Jetzt hören wir dich. Plus 5, nee, plus 7, plus 5, ja. 22, wow. Alles? Ja. Ah, Airspeed is alive. Jawohl, Airspeed is alive. Noch nicht 50, warte. Nee, nee. Ja. Jetzt runtertrimmen. Oh, Fahrt aufbauen. Und, und. Pass auf die Stangen auf. Ja. Alles gut. Mustang Beach Airway, 3 Pack Bank, Band Tank, 1 to you, Mustang. Pass auf, da ist irgendwo ein Kite im Wasser. Ja. Oder so ein Rachen oder was, keine Ahnung. Zeig mal, Mann. Ja, kannst jetzt einen großen Bogen machen. Ja, whenever you want, can you turn left? Ja. Mustang Beach Airway is gonna have 3 packs back taken off 1-2, Mustang. Oh, jetzt haben wir eine Schraube gerade verloren. Wow, habt ihr da irgendwas an der Cowling gemacht? Nein. Okay, dann haben wir gerade eine Schraube verloren. Eieieiei. Okay, jetzt geh mal ein bisschen langsam nach rechts, damit du auf Kurs kommst, sonst überschießt du. So, you have control, mal ganz kurz. Moment, Moment. Yes. Guck mal, dass du so hier bei 80 bleibst, dann bist du schön. Von wegen digital und analog, ne? Also die haben immer Abweichung. So, geh mal nach rechts. Bin total vom Kurs ab. So, einmal nach weiter viel nach rechts. Ja, mehr nach rechts, ne? Also in einer Stunde 11 soll man zu Hause sein. Schauen wir mal. Heute Morgen haben wir 120, jetzt fliegen wir 100, knapp 200 Stundenkilometer fliegen wir gerade. Austin Approach, good afternoon, Cessna Skyhawk, November 66038. 66038, Austin Approach, stay altitude, altimeter 2983. November 66038, altimeter 2983, altitude 2900 feet. Noch nicht, du musst dich abmelden. Ja, ich wollte einmal monitoren eigentlich. Aber es geht ja hier nicht, nee, dieser Scheißkarre. Hält dich ab, ne? So. 038, are you landing in San Marcos?
November 660038, that's correct. We are going to San Marcos and request leaving your frequency to call San Marcos on 126.825. 038, just remain this frequency. I will have you over to San Marcos as soon as I can, and let me know when you get the weather. November 660038, if you could give me the artist, that would be great. Thank you. Can we get the weather from you, sir, please? November 660038. Number 038, the weather's better than 5 at 5 at San Marcos. As about 45 minutes ago, they showed the wind 14014, gust 1.8, and the outfitter is 29.83. About gusting 2.8, no, that's all. 1.8. Gust 1.8. 1.8. 1.8, okay. So, also wenn wir aus 140, welche. Lass mal überlegen, was nehmen wir denn dann? Die 1.7 doch easy, ne? Ja, dann nehmen wir die 1.7. Die 1.7. Ja, die ist am nächsten, ne? 125.32. 1.4. Bitte? 1.7 ist am nächsten zu 1.4. Ja, genau, richtig, genau. Wir nehmen die 1.7. Ja. Dann nehmen wir die 1.7. Dann hast du 30 plus 0,5 im Maximalfall 9 Groten Crosswind bei Gust 1.8. Ja. Aber lass nochmal hier den Motor checken, alles. Benzin ist genug drin, Öl ist okay. Okay. Das ist okay. Ja, alles gut. Pass auf, wir machen auf der 1.7 eine lange Landung, rollen ab, gehen auf Foxtrot raus, sind bei Charlie und können uns dann dahin stellen. Wir kommen von hier unten an, wir gehen einfach in den Downwind von der 1.7 und gehen zweimal links rum und dann sind wir da. Alles easy. Oder ist er zu früh noch? Ja, ich kann noch fliegen bis weiter vor. Ja, flieg doch. Wir müssen uns jetzt mal, welche Platzrundhöhe? Willst du die jetzt auch noch wissen? Ja, die müssen wir fliegen, das geht ja nicht anders. Traffic Pattern for Light Aircraft 1595 MSL. Also so grobe Zahlen, wer macht denn sowas, sag mal? Ja, oder? Total bescheuert, oder? Naja, guck mal, die United, die startet ja auch nicht um 15 Uhr, sondern um 15.02 Uhr. Ja, ja, ey. Ja? Das sind halt die Amerikaner. Also 1600 Fuß und dann sind wir safe. Dann müssen wir jetzt langsam mal anfangen abzubauen. Ja, mach doch. Ja, dann musst du ein bisschen mit der Gase, ne? Ja, also jetzt gibt übrigens wieder Geschwindigkeit, wenn wir sinken, ne? Jede Minute zählt, Jungs. Ja gut, okay, alles klar. Ja, dann kriegst du 2200 und dann also machen wir das hier, ne? So, zack. Da ist noch viel Luft bis zum roten Bereich. Guck mal, das geht doch hier. So, zack, bauen wir mal ab. 4. The weather is better than 5005. Temperature 40, dew point 19. Wow. Altimeter 2985. Visual approach in use, landing and departing runway 17. Advise on for contact give information. Uniform. 40 Grad, Wahnsinn. Alter Schwede, was. Da die Landung muss sitzen, da habe ich keinen Bock, dass wir in Go-Round fliegen müssen. Jetzt bis 2000 bis zur Platzrunde und dann kriegst du sie. Ja, okay, alles klar. So. San Marcos Tower, good evening. Cessna Skyhawk, November 660038. Cessna Skyhawk, November 660038, San Marcos Tower. November 660038 is 10 minutes south of your field with information uniform for landing. Skyhawk 03, make left downwind, runway 17, report left midfield. November 660038, left downwind for runway 17 and report field inside. Geht ihr mit mir d'accord, dass das da vorne der Platz ist? Ja, ich bin dabei. Okay, alles klar. Geht ihr mit d'accord, dass es jetzt hier nach Sprit stickt? Nee, nach Abgasen von unten. Ja. Ja, das stinkt hier. Warte mal, stimmt hier, aber es ist alles gut. Es ist alles im grünen Bereich. Kann auch von draußen kommen, du. Ja, glaube ich auch. Da hinten brennt irgendwas. Hier ist der Highway, genau. Highway to hell. I'm gonna highway to hell. Müssen wir die mit dem harten, langen Schaft auch nochmal? Den. Ich sehe einige, jetzt kannst du den Side reporten. Dann, du hast jetzt 3 Minuten 45. Ja. San Marcos Tower, November 66038, Airfield Inside. November 66038, report left downwind for runway 17. Die Geschwindigkeit hat es den ganzen Tag heute nicht hier, die wir gerade fliegen. Ja, ich weiß. Ja, geht aber, ne? Ja, jetzt auf einmal, ne? So gegen Ende der Kasse. Wenn du den Field in Zeit hast, wenn du fast hingleiten kannst, dann kommt der Peter hier mit der Fahrt um die Ecke. Wie so ein Pony, ne? Wenn die jetzt nach Hause geht, können sie wieder schnell. Ja, Drecksviecher. Ja, genau. Also wir fliegen ja auf die 1.7 zu. Das ist ja die jetzt hier runtergeht. Both tanks, undercarriage, down. Mixture, rich, prop, forward. Mm-hmm.
Hast es geschafft. Good job, Gentlemen. Dankeschön. Ah, super Landung. Alter Schwede. Wir sind zurück, wir sind zurück. Yeah. Was war das die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Irgendein Funk ist noch an mir, ne? Aber Stuck Mike irgendwo oder Artis läuft, ne? Oh, dann bin ich. Ja, Mädels. Oh, 40 ja. Grad. Schön. Ich freue mich. Die Frage, was ich jetzt alles aufgenommen habe, aber irgendwie, das werden wir schon hinkriegen. Yes, sir. Fritz, good job. Ja. Ist viel zu tun, ne? Oh, es ist alleine, also wenn du hier vorne so alleine und so. Ja, kannst vergessen. Boah, es ist echt. Das ist viel Arbeit. Das ist echt. Viel. Und darfst nicht vergessen, nicht zu unterschätzen die Müdigkeit. Der Biorhythmus ist irgendwo, man bringt keine Leistung, das ist so. Ne? Das merke ich jetzt auch gerade so ein bisschen. Darf ich noch mal ganz kurz zurückfahren? Ja, mach. Natürlich. Ja. Wenn du zurückfährst, wieder vorfährst, bin ich happy. Jawohl, das mache ich. Irgendwann. Sofort. Nee, jetzt gleich auf der Stelle. Zack. Aua. Hab ich dich mein Arm dazwischen. Ne? Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Super Landung von Fritz. Trotz Filmen. Trotz Filmen. Autopilot Klaus. Autopilot Klaus, ja. Also schalten Sie ihn ein, sagen Sie ihm, welche Höhe, welche Richtung und er macht dreimal das. Wasser unterwegs. Geil. Ja, geht. Und du bist auch zufrieden mit? Happy. 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 Ich bin, der Boden hat uns wieder. Ja. Und wir sind alle happy. Und Sie reiten in den Sonnenuntergang, Fritz. Die glorreichen drei. Die glorreichen drei, genau. Audi! Audi! Weißt du, was ich ändern würde beim nächsten Mal, wenn wir das machen? Ja? Den Monat oder die Jahreszeit. Alter, boah. Hast du auch so gefroren? Also ich, weiß ich nicht. Also so diese 40 Grad, das reicht mir nicht. Also gibt doch bestimmt noch einen Monat, wo noch 45 ist oder so, oder? Ja, wir können es ja mal nach Florida verlegen. Da ist doch noch die Luftfeuchtigkeit noch höher. Da hast du eine schöne Luftfeuchtigkeit. Alle drei Minuten hast du irgendwo so ein Gewitter durch die Gegend ziehen. Das ist doch geil. Das, ja, aber es war ja auch, also ne? War schon recht anspruchslos, was wir hier gemacht haben. Ne? Total, richtig langweilig. Ja, ja, ja. Es war so Beckenrandschwimmerniveau. Beckenrandschwimmer. Nicht Schwimmerniveau. Richtig, genau. Auf der Rückfahrt zum Flughafen befinden wir uns jetzt und haben noch mal gerade nachgetankt. Was haben wir? 3 Gallonen oder was sagst du? 4 Gallonen haben wir. 4 Gallonen für $12. Ja. Das ist einfach zu günstig hier in dem Land. Deshalb fährt auch jeder in so eine total übertriebene Karre mit mega viel PS, viel zu groß. Naja, ist egal. Wir haben einen Toyota Corolla Baujahr 80 und alles gut. Der ist 81. Ja, 81. So, wir wollten noch mal ein kleines Fazit ziehen, bevor wir jetzt gleich am Flughafen nicht so viel filmen werden. Trauen wir uns irgendwie so auch nicht und ist auch irgendwie doof, wenn da so viele Leute rumlaufen. Ja, ja, Fritz, sag doch mal bitte, wie hat es dir denn gefallen? Es war ja eine gemeinsame Idee, die wir geboren haben, aber du hast natürlich auch viel organisieren können, was ich ja gar nicht konnte. Ja. Also für mich war es eine neue Erfahrung, weil ich habe das zum ersten Mal jetzt auch so mit dir gemacht oder generell, dass ich jemanden mitgenommen habe, mit dem ich dann so aktiv fliegen gegangen bin. Ich meine, ich kenne das ja, wenn man unterwegs ist im Ausland. Mein privater erster USA-Stopp war das jetzt, aufgrund meines USA-Tickets. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe gestern wahnsinnig viel gelernt. Ja. Ich hatte viele, viele Aha-Effekte. Positive, auch viel Lessons Learned war auch dabei. Fliegerei lernst du ja nie aus. Ich fand's so cool, ich mache das jederzeit mit dir sofort wieder. Gut, also habe ich mich nicht daneben benommen. naja, das daneben benehmen haben wir natürlich nicht auf Video, aber
es hat mir natürlich auch mega viel Spaß gemacht. Es ist natürlich eine verrückte Aktion, verrückt viel Reiserei für einen Flugtag, wenn man so will. Aber das haben wir natürlich auch gemacht, weil wir über dich dann die speziellen Tickets gekommen sind. Und naja, also das Einzige, würde ich sagen, als einzigen Verbesserungsmöglichkeiten, wir sollten uns den Verscharterer nochmal vielleicht ein bisschen genauer angucken, was die für Kisten haben, auch ruhig einen Dollar mehr investieren. Weil ja. ihr habt es ja gesehen, wir mussten ja zweimal die Kiste ausmachen. Einmal, okay, war es am Kopfhörer, der die Batterien nicht drin hatte. Okay, und beim zweiten Mal war aber wirklich, dass das Panel nicht so funktionierte, wie wir gedacht haben. Ne? Ja. Und es gab Abweichungen zwischen dem Indicated Speed vom Haupt-Backup-Instrument. Das mechanische hat andere als das elektronische angezeigt. Und sowas darf ja eigentlich nicht sein. Das sind ja sicherheitsrelevante Sachen. Ne? Ja, das muss halt passen. Ne? Ja. Also wenn es nicht passt, ist halt scheiße. Weil wenn du irgendwie auf dein analoges Gerät guckst ja. und hast dann da irgendwie 10 Knoten waren das immer Abstand. Ja, genau. 10 Knoten. Also, und das ist ja schon viel. Ja, und die ganze Aktion war mega, mega geil. Und dass wir den Uli kennengelernt haben, unseren Checker, der uns gleich auch wieder zurückfliegt, beziehungsweise zurückfliegen lässt. Er checkt ja die anderen beiden. Genau. Und dass der dabei war und als Hilfe für die Sprache insbesondere dabei war, war geil. Also wir machen das auf jeden Fall nochmal. Vielleicht sogar in nächster Zeit irgendwo anders hin. Ne? Ja, verraten wir natürlich nicht. Müsst ihr wieder, bleibt spannend. Stay tuned. Stay tuned. Müsst ihr natürlich wieder Insta gucken und danach das Video. Also Fritz, jetzt machen wir noch einen gemütlichen Rückflug. Wird wieder spannend, wo wir sitzen. Ja. Aber wir hoffen mal das Beste. Absolut. Danke fürs Dranbleiben. Und genießt jetzt noch so ein bisschen die Aufnahmen vom Rückflug nach Germany. Tschö. Tschö.